Also Leute, hier ist wieder Draglinus mit Let's Play Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Im letzten Part haben wir vor allen Dingen, das habe ich nie gedrückt, haben wir vor allen Dingen das nie gedrückt, nein, herausgefunden, dass die Krankheit, mit der die Leute in Sojabad Diabulu infiziert wurden, dass die Krankheit jetzt auch auf der Mother Base herrscht. Und ich konnte es anhand, mithilfe von Sätzen aus den Metal Gear Solid 5 Trailern, darauf festmachen, dass es sich wahrscheinlich auf die Sprache auswirkt. Vielmehr noch auf die Lingua Franca, was Englisch ist. Wir haben vier Sprachen, die alle Leute in der Quarantäne gemeinsam haben. Was? Ich habe nichts gemacht, ich habe nicht mehr Sachen entwickelt, ich habe nur den Part beendet. Wieso sind da jetzt so viele? Oh je. Nämlich hier. Der hat sie zum Beispiel alle. Russisch, Afrikaans, Englisch und Gikongo. Nun will ich aber, bevor ich gucke, erstmal gucken, ob ich es vielleicht selbst herausfinden kann, ohne Ausschlussverfahren. Die Lingua Franca ist Englisch. Denn wiederum sagte im letzten Part einer der Leute, die bei Sojabad Diabulu gearbeitet haben, die da gezwungen wurden, von Skullface zu arbeiten, die wir im letzten Part gerettet haben in der Hauptmission, dass Englisch von allen Sprachen, die da eingeflößt wurden, in die Kielen, wo wahrscheinlich die Parasiten sitzen, die dann die englische Sprache lernen, um dann beim Sprechen dieser Sprache ihre Infektionssymptome zu zeigen. Vielleicht, dass da nicht Englisch dabei war. Aber, und jetzt kommt's. Es gab eine Mission, eine Hauptmission, die Lingua Franca hieß. Und sie bezog sich nicht auf die allgemeine Weltsprache. Sie bezog sich auf die allgemeine Sprache von Afrika. Sie springt, war da. Und ich musste da einen Dolmetscher rausholen. Afrikaans. Also ist Afrikaans wahrscheinlich die Sprache, die alle jetzt gemeinsam haben werden. Gucken wir, ob ich recht habe. Ich müsste jetzt auf die Personalverwaltung. Wir haben jetzt... Wie viele sind denn da jetzt in der Quarantäne? Es waren 8 im letzten Part. Ich habe nichts gemacht und plötzlich sind es 48! Okay, Afrikaans. Mhm. Scheidet aus. Hier sind jetzt die restlichen drei. Russisch, Kikongo und Englisch. Okay, ich habe versagt. Meine detektivischen Fähigkeiten stimmen nicht. Okay, dann achte ich jetzt auf Russisch. Russisch. Die sprechen aber alle verdammt viele Sprachen. Russisch. Das sind genau die drei, die er spricht. Mhm, also Afrikaans wäre so oder so irgendwann ausgeschieden. Die Kongo, Englisch, Russisch. Das sind wieder die vier, die ich erst hatte, aber Afrikaans scheidet aus. Leider, ich hätte mir gewünscht, recht zu haben, aber naja. Russisch ist nach wie vor im Rennen. Ja, doch, da ist es. Nein. Die drei sind, glaube ich, immer dabei. Nein, Russisch scheidet aus. Englisch scheidet aus. Midnight Iguana. Kikongo? Wenn es nicht auf mehrere Sprachen abzielt, dann ist es Kikongo allein. Der letzte in der Quarantäne hat tatsächlich zwei der Favoriten ausscheiden lassen. Kikongo. Okay, gucken wir mal. Oh Gott, meine Einheiten werden jetzt so leiden. Aber okay. Verbannen wir alle mit Kikongo in die Quarantäne und gucken, ob ich es eindämmen kann. Wie gesagt, das ist der Seuchenpräventionssimulator 2015. Verdammt, wieso sprechen so viele Kikongo? Die bringen sich das wahrscheinlich alle gegenseitig bei hier und deswegen kann jetzt fast jeder Kikongo.
ein Wort Kikongo reicht schon aus, wenn ich das richtig verstehe, um sowas zu aktivieren dann. Dann waren das also Nachrichten in tausenden verschiedenen Sprachen und Englisch war nicht dabei. Aber Scarface hat einen Groll gegen Englisch. Weil es die Weltsprache ist. Und seine Lebensgeschichte zog sich so, dass er, nachdem seine Fabrik niedergebrannt wurde, von, sagen wir mal, Kampfeinheit zu Kampfeinheit weitergereicht wurde, aber eher als eine Art Gefangener, Untergebener, Sklave mäßig. Und dass er deswegen mit jedem neuen Besitzer quasi eine neue Sprache lernen musste. Alles, was ihm ja bleibt, ist sein Schädel. Boah, das ist eine ganze Arbeit hier. Meine Güte. Ich hoffe, ich vergesse niemanden. Ich muss gleich nochmal durchgucken. Meine Einheit wird leer sein. Und, kann auch sein, dass das egal ist, was ich hier jetzt gerade mache. Weil irgendwann werde ich wohl was gegen diese Krankheit tun können, denke ich. Ich will nicht meine ganzen Leute verlieren. Am Ende infizieren sich noch welche mit anderen Sprachen. Also, jedenfalls, was ich meine ist, die Sprache, die alle unterdrückt, ist in Skullfaces Augen, soweit ich das verstehe, Englisch. Und ich meine, deswegen hat er vor allem einen Groll gegen Englisch. Select Unit. Staff has been quarantined. All right. We'll quarantine the staff you specified. Did you figure out what's causing the infection? Ich denke. Ich muss jetzt nochmal gucken, dass ich niemanden vergessen habe. Die halbe Einheit. Die verdammte halbe Einheit. Da können jetzt Leute aus dem Wartebereich mit. Das muss ich jetzt noch für alle anderen Einheiten machen. Da kann ich aber noch ein bisschen monologisieren. Wow. Wieso können so viele King Kongo? Warum habe ich so viele aus Afrika mitgenommen? Als Kikongo schon eher die Lingua Franca von Afrika als Afrikaans. Verdammt. Afrikaans, was so ein bisschen wie Deutsch klingt. Wortmäßig teilweise so ein bisschen. Ich bin mir schon fast sicher, dass es das ist. Also. Der Wartebereich ist leer. Na los. Alles Kikongo raus. Und dieses Spiel hat mir extra viel Kikongo untergeschoben. Das gibt's nicht. Und am Ende war es doch Englisch. Oder generell alle die vier Favoriten, die ich hier hatte. Ich sehe da keinen Sinn drin, weil ich bin wirklich der Meinung, dass Skullface Englisch mehr als alles andere hassen sollte. Nehmen wir, wir sind ja auch so 3 Punkte und 2 Punkte. Das bedeutet wahrscheinlich, wie fließend sie die Sprache sprechen. Also sind Leute... Nebenbei, die sind hier alle in Todesgefahr, die ich markiere. Das dürfen wir nicht vergessen. Meine halbe Basis ist jetzt dem Tode geweiht. Ich sollte vielleicht aufhören, Soldaten mitzunehmen, weil sonst kommen sofort die nächsten Gekongos rein. Aber dann wiederum, wenn es sich nur auf eine Sprache beschränkt, dann heißt es doch nichts weiter als, dass nur Leute, die Gekongo sprechen, in Gefahr sind. Muss ich sie denn dann überhaupt in Quarantäne schieben? Außer es geht so, ich schiebe jetzt alle mit Kikongo in die Quarantäne und deswegen werden neue Leute, die Kikongo sprechen, automatisch nicht von dem Virus an... japanisch... angeschrotet, weil... alles mit Kikongo hier... Oh, Moskito, du sprichst nur Englisch! Naja, auf jeden Fall, deswegen werden neue Kikongo-Sprecher wahrscheinlich dann nicht anfällig sein für die Krankheit.
Warum gerade Kikongo? Ich muss jemanden mitgenommen haben, der infiziert war und der nichts gesprochen hat oder schon Symptome zeigte. Ich schätze mal, die Leichen waren immerhin bei dem Ölfeld im Wasser. Ich schätze mal, die Erreger können in Afrika komplett die Runde gemacht haben. Gott, das Ding, das kann eine richtige Pandemie werden. Parasiten. Nun, Miller wollte ja am Anfang des Spiels gar nicht erst aufhören mit Parasiten. I was the parasite, feeding off Cypher's power. Weil er Cypher benutzt hat, um die ursprüngliche Position der Mother Base zu kriegen, weil er sich damals mit The Dawn of und Pars eingelassen hat, obwohl er wusste, dass die Cypher-Agenten sind. Und, Pars zumindest. The Dawn of war ja eher KGB. Oder so. Ich bring die Geheimdienste durcheinander. Ja, er gehört aber dazu, hat Pars verteidigt und so weiter. Miller wusste das, dass Pars nicht 16, sondern eher 26 ist. Oder war es 28? Wenigstens nebenbei über 30. Wieso sieht er eigentlich noch so jung aus? Egal. Ich habe neuen Motherbase-Soldaten. Wir sollten sie mal besuchen. Das fällt mir auch gerade so ein. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen, nicht lügen. Ich glaube, ich habe im Reden gerade was übersehen. Nein, ich glaube nicht. Select unit. Staff has been quarantined. Alright. We'll quarantine the staff you specified. Did you figure out what's causing the infection? Kann ich sie nicht nach Sprachen sortieren? Das wäre schön. Huey, du bist aus dem Schneider, wie es aussieht. Boah, wenn es Russisch gewesen wäre. Mensch, Mensch, Mensch. Aber ich kann ihn eh nicht in die Quarantäne verschicken. Also scheiden Sprachen von Hauptcharakteren sowieso aus. Deutsch, Englisch, Sadistic Wallaby, natürlich ist der sadistische Deutsch. Das passt doch. Das geht doch gar nicht anders. Auf jeden Fall, Kars hat Cyphers Macht damals benutzt, um eine Originalposition von der Motherbase-Plattform zu kriegen in der Nähe von Kuba. Denn vorher hatten sie immer nur so ein komisches Strandhäuschen, wo sie dann trainiert haben und alles bis zu Dawn of kam. Und denen die Plattform angeboten hat. Und das Ganze war ja eigentlich bloß, damit sie das Peace Walker-Ding stoppen und... Nein, nicht stoppen, damit The Dawn of seine Hände an Peace Walker kriegt. Aber das haben wir ja alles verhindert. Damit er nämlich einen... Wie war das? Nuklearschlag auf Kuba richten kann, damit... Aber was wollte er noch gleich? Hey, die Blonde, die kenne ich noch aus seiner Mission. Die habe ich doch in der Mission gerettet, wo die beiden Intel-Typen gerettet werden mussten. Von der Mission habe ich im letzten Part noch erzählt. Boah, dieser Part ist einzig und allein, Stuff-Zuweisung hier. Nein, du nicht. Tupmeisch. Bitte, Leute, weniger Kikongo, bitte! Warum muss das Kikongo sein? Afrikaans ist hier weit weniger vertreten. Weil Kikongo mir so reinschlägt, weil ich so tausende davon habe. Deine Brille ist merkwürdig. Du bist stumm? Silent Basilisk. Natürlich bist du stumm. Der war doch aus einer Mission, oder nicht? Der spricht echt nichts. Hm, ein totaler Sonderfall. So, hier haben wir noch zwei, die genauso gut Zwillinge sein könnten. Ich weiß nicht, ich sehe ja kaum einen Unterschied. Außer halt die Kopfposition. Scarface sollte doch Englisch. Wobei, vielleicht plant er einen Weltanschlag auf die englische Sprache. Und das, nicht die Parasiten, sondern das Ausrotten der englischen Sprache. Ist sein Werk, seine Waffe, die Metal Gear übertrifft. Oder er will eine Welt erschaffen, in der nur Englisch existiert. Aber wie gesagt, ich meine eigentlich, dass er Englisch mehr als alles andere hassen müsste. Ich schätze mal, dass Mickey Kongo ist lediglich ein Anschlag auf uns. Quiet. Wenn... Sie regelt sich da, deswegen muss ich gerade an sie denken. Wenn...
Sie hat gesprochen im Krankenhaus in Zypern, dann wurde sie verbrannt. Seitdem sind ihre Lungen quasi kaputt und sie atmet durch Photosynthese durch ihre Haut. Durch ihre Haut. Japanisch. Kazuhira Miller ist in Japan geboren, deswegen. Wundert euch nicht, er heißt Kazuhira. Später McDonald Miller. Wenn er mal jemals eine McDonalds-Kette aufmacht, was? Quiet. Sie hat im Krankenhaus gesprochen, Zypern. Da wurden ihre Lungen verbrannt und seitdem atmet sie durch Photosynthese durch ihre Haut. Deswegen trägt sie auch keine Klamotten, weil sie ersticken würde. Sie atmet nämlich durch ihre Haut und wenn ihr Kopf rausguckt, kriegt sie nicht genug Luft und ihre Lungen sind verbrannt, deswegen kann sie nicht alternativ durch ihre Lungen atmen. Sie hat auch keine Kiemen, deswegen kann sie auch nicht unter Wasser. Ich denke mal, das hängt alles damit zusammen. Und ich hatte auch gedacht, dass deswegen vielleicht ihre Stimmbänder irgendwie beschädigt sind und sie deswegen nicht reden kann. Aber was, wenn sie nicht redet, weil sie infiziert ist? Hat sie den Virus hier reingebracht? Sie kann ihn auf jeden Fall erkennen, glaube ich, weil wie gesagt, das habe ich schon im letzten Part spekuliert. Vielleicht hat sie diesen einen Mother Base 4 2 Parts nur angegriffen, den sie die Zähne halb kaputt gehauen hat mit dem Messer. Vielleicht hat sie das wirklich nur getan, weil sie gesehen hat, dass er infiziert ist. Aber wie hat sie es gesehen? Hatte er schon Symptome? Mist, ich hätte gucken sollen, dass es noch 8 Bilder waren, ob der Typ mit dem Charakterbild mit den kaputten Zähnen dabei war. Das hätte mir... Jetzt ist es zu spät, jetzt sind da hunderte Leute in der Quarantäne. Darunter viele Zwillinge. Naja, die sind nicht wirklich gleich. Aber kein Charakterbild ist hier individuell. Sie werden sich alle wiederholen. Du hast aber ein merkwürdiges Gesicht. Ich hoffe, ich mache das hier wirklich nicht umsonst, weil das ist verdammt langwierig. Oh Gott. Ich bin mir sicher, man kann das Spiel durchspielen, ohne jemals herauszufinden, dass das Gikongo ist. Wenn es das überhaupt ist. Am Ende ist es doch Englisch, oder es sind wirklich alle 4 Sprachen, die da waren. Russisch, Englisch, Gikongo und Afrikaans. Select unit. Ja, das muss ich jetzt noch für 2 Einheiten machen. Na los! Los geht's! Jetzt bin ich schon soweit. Afrikaans? Er war ein Dolmetscher. Ich glaube, das soll das bedeuten. Deswegen ist Afrikaans da so golden. Er ist der Afrikaans... Oder er? Raving... Vielleicht habe ich 2 Dolmetscher. Die haben dasselbe Charakterbild. Sie heißt nur anders. Ich habe den doppelt. Mein afrikanischer Dolmetscher. Ich habe ihn verdoppelt im PC. Wie ging denn das noch? Verdopplungstrick in Pokémon. Ich denke gerade daran. Der Neuartige war ja eher so, also XY... Alpha Saphir, Omega Rubin, nein, Omega Rubin, Alpha Saphir, ich verwechsel das immer. War ja, glaube ich, irgendwie im Tausch, 2, 3DS tauschen das Pokémon, da macht einer aus und der das Pokémon weggeschickt hat, und der hat es noch, das Pokémon, was weggeschickt wurde von dem einen, der das andere Pokémon erhält, der das Original erhält, geht dann im Nita verloren, und der ausgemacht hat mitten beim Tausch, hat sein Pokémon weggeschickt und gleichzeitig nicht weggeschickt, weil es jetzt auf 2, 3DS existiert und deswegen ist es jetzt verdoppelt. Ich glaube, so ging der neuartige Verdopplungstrick. Ich weiß es nicht, ich habe es nie angewendet. Ich habe jemanden, mit dem ich das machen könnte. Aber ich glaube, der würde nichts davon halten, wenn ich ihm sage, hey, lass mal verdoppeln. Weil der Typ hasst Cheats. Und das ist auch gut so. Wenn ich hier gerade schon mal dabei bin, aus dem Nähkästchen zu plaudern,
gab ja, was habe ich erwähnt? Pokémon Schwarz oder was weiß. Habe ich fast fertig Let's Played eigentlich. Ich habe es nur nicht hochgeladen, weil ich habe nur so eine Zeit Spaß am Pokémon spielen und eher privat und ich habe dann lieber andere Sachen aufgenommen, Kingdom Hearts komplett zum Beispiel. Und deswegen habe ich dann irgendwann die Sachen auf meiner Festplatte gelöscht. Und, naja, ich war fast durch, wollte ich nur sagen. Ich habe sogar Schwarz 2 angefangen, weil ich dann Bock hatte, auch noch Pokémon aus anderen Generationen mitzunehmen. Und dann herausgefunden habe, dass Schwarz 2 das kann. Und ja, jetzt habe ich vielleicht 8 Parts aufgenommen, nie veröffentlicht. Ich fand mein Kommentarstil war auch eher zu überdreht. Ich habe die Charaktere viel zu überdreht vorgelesen. Was mich überhaupt auf eine andere Sache bringt, wo ich ebenfalls Voice Acting betrieben habe. The Legend of Zelda Twilight Princess. Und zwar ist es so, dass ich davon ca. 42 Parts aufgenommen habe, die ich auch alle noch auf der Festplatte habe, weil ich mir wirklich geschworen habe, die irgendwann rauszuhauen. Dann sind sie allerdings so ca. 2 Jahre alt. Und aufgrund, ich benutze zwar immer noch dasselbe Mikro, aber aufgrund der Einstellungen, die sich geändert haben, ist die Stimmqualität eher weniger gut, weswegen ich mich entschieden habe, jetzt labert er gleich wieder dazwischen, die noch nicht zu veröffentlichen oder zu schneiden. Ich denke, zum 5., 6. Mal. Ja, also, du musst aus dem Schneider rauslassen, wie es aussieht. Russisch, Englisch, wow. Du bist ein Multitalent, aber als Triple-Spion musst du das auch sein. Was was hintergeht uns, Plot-Twist. Also auf jeden Fall, warum ich das Projekt eigentlich nicht so hochgeladen habe, ist, weil ich so viele Stimmeinstellungen benutzt habe. Es ist eine verdammte Arbeit gewesen, einen Paar zu produzieren. Deswegen habe ich so circa 14 gestoppt und habe dazu zeitgleich auch mit Kingdom Hearts komplett gestoppt, als ich noch bei Kingdom Hearts 1 war. Das war noch 2013. Ja. Nein, 2013 kam es raus. 2014. Januar, Februar 2014 habe ich damit gestoppt. Der 1.5 Remix war raus, der 2.5 nicht. 1.5 kam 2013 raus, September. Ja, ja, okay, es war 2014. Habe ich damit aufgehört und wie gesagt, ich habe die noch auf der Festplatte und irgendwann werde ich mich nochmal aufraffen, die zu bearbeiten und sie rauszuhauen. Aber dann stellt sich die Frage, ob ich auf demselben Spielstand weiterspielen kann. Denn noch gestern habe ich ein Gerücht gehört, dass irgendein Hacker im eShop von Wii U ein Icon von The Legend of Zelda Twilight Princess HD gesehen hat. Und deswegen, es gibt Gerüchte, dass Twilight Princess auf HD neu gemacht wird. Und dann stellt sich die Frage, ob ich meine Parts nochmal neu aufnehme, weil ich habe nur 14 hochgeladen, aber dieselbe Art Voice Acting betreibe, wie ich es für die ersten 40 aufgenommenen Parts gemacht habe. Oder ob ich meine Parts bis zum 40. Part hochlade, dann eine Speicherdatei nachstelle auf der HD-Version, wenn sie bis dahin raus sein sollte, bis ich mich aufgerafft habe und das Ganze dann nochmal hochlade. Und dann quasi ab Part 41 oder 42, ab wann auch immer es da war, dass ich dann mit dem HD weitermache. Ich will das Projekt auf jeden Fall in irgendeiner Form noch hochladen, egal was es ist. Deswegen stellt sich die Frage, wie ich das genau mache, aber ich werde es auf jeden Fall noch hochladen. Ob es jemanden interessiert oder nicht, ich erzähle es jetzt einfach mal. Zukünftige Pläne, Twilight Princess wird weitergehen irgendwann. Ich habe extra alles aufgehoben, spezifisch von diesem Projekt, weil dieses Projekt eigentlich ziemlich wichtig für mich ist. Weil ich liebe Voice Acting, ist mein geheimer Traumberuf. Und freaking hell, ich finde, ich mache keinen so schlechten Job damit. Wenn ich mal wenigstens ein Lob auf mich aussprechen darf, wo ich doch eigentlich nichts auf meine Fähigkeiten in irgendwas halte und sei es jetzt Let's Playen. Ich kann höchstens dahin schwaffeln, wie ich es jetzt gerade tue, während ich Kikongo-Soldaten ausfiltere. Die spannendste Sache überhaupt in einem Bad. Wir sind durch. Wir sind durch. Das hat genau gereicht für alles, was ich sagen wollte. Gehen wir zu Pass. Ja, ich schätze mal, ich habe niemanden.
Incredible, boss. Thanks to you, the number of new victims has plummeted. And the common point between the infected. Is it really possible for a disease to spread because of that? Also, du weißt es jetzt. Du kannst es mir auch sagen. Hab ich recht oder hab ich nicht? Ist es Kikongo oder ist es nicht? Oder ist es eine andere Sprache? Ich habe offenbar was gemacht. Das war eine positive Reaktion. Wir besuchen jetzt Pass. Bevor wir das aber machen, will ich mal was machen, was ich immer noch vergesse. Man kann nämlich hier Dreieck drücken und auf die Tierrettungsplattform. Die Animal Conservation Plattform. Die können wir besuchen und unsere Tiere begutachten. Yay, der Idiot nimmt 26 Minuten auf und alles, was er macht, ist Leute mit einer Sprache rausfiltern und in die Quarantäne ein etwas schieben. Hell yeah, das ist Content. Meine Güte. Vielleicht bin ich die einzige Person auf der Welt, die das jemals getan hat. Und am Ende war es doch Englisch, Russisch, Afrikaans und Kikongo zusammen. Die Plattform hier ist ein kleiner, bewaldeter. Was ich allerdings interessant finde, ist, dass diese Plattform hier überhaupt existiert. Denn in früheren Gameplay, nicht Trailern, sondern Demonstrationen, die man gesehen hat, gab es Schafe, die auf der Motherbase frei rumliefen. Habe ich jetzt im Hauptspiel nie gesehen. Ich frage mich, wieso. Weil es zu viele Tiere gab und man nicht... Naja. Singvögel, Bären, Zebras, Gnus und all das, ne? Umlaufen haben sollte auf seiner Kommandoplattform oder so. Wer weiß, ob es das ist. Rodentier. Ich schätze mal, das ist ein anderes Wort für Animal Conservation Platform. World Map? Scriptus! Scriptus! Oder Cyprus, keine Ahnung. No flash photography. Okay, ich werde sie fotografieren. Do not throw objects into... Okay, werde ich machen. No smoking. Werde ich machen. Ich denke mal. Ja, ich kann. No gun. Trank. Okay. No pets. Photon. Okay. Didi. Also ich werde gegen so viele Regeln verstoßen, wie ich nur kann. Waffen sind natürlich außer Frage. Didi ist außer Frage. Caution, heavy mist anticipated. Fulton, okay, aber sie sind doch schon hier. Nur ganz Trank, okay, okay. Also ich muss jetzt in den Käfigen rauchen, ich muss Objekte abwerfen und ich muss Screenshots machen. Lässt sich machen. Das sind jetzt alles so Subziele, die ich einfach so mache. Ich kann hier Pflanzen pflücken. Das wusste ich nicht. Ich habe mich hier generell nicht so groß umgeguckt, weil ich das Ganze ja im Let's Play erforschen wollte. Ich habe nur mal herausgefunden, offscreen, wie das geht, weil ich mich ja doch gefragt habe, wo meine ganzen Tiere eigentlich hingesogen werden in dieses Nichts. Ich frage mich, ob das Pflanzen sind, die ich schon mal eingesammelt habe, aber eigentlich sind alles neue Pflanzen auf der Motherbase, wie die Diamanten, und das ist das Dümmste, was auch immer, was ich je gesehen habe. Tapir? Was ist das? Es gibt eine Möglichkeit herauszufinden, was das ist. Nämlich in der Datenbank. Sam? Ja, das müsste in der Sammlung sein. Enzyklopädie. Männer und Pass. Ich habe jetzt Nuke. Ah, Nuke die Katze. Dann haben wir hier noch Pass. Denkt nicht an Strangelove, ne? Gravesse hat nie gesungen. Miller, spielt eigentlich ganz passabel. Er singt nur schrecklich. Lass ihn nicht singen. Bitte lass ihn nicht singen. Ja, ganz so viele Vögel habe ich nicht. Orientalischer, Ohrengeiler, Gänsegeil. Das muss ja... das da. Okapis. Das sind Okapis. Okay, Okapis. Tschüss. So, ich rauche euch. Ich qualm euch mal die Hütte voll. Was? Ach, darum darf man nicht rauchen, weil alle Tiere sich in Luft auflösen. What? Wo kommst du her?
Leute, Big Boss fängt gerade an, bei der Tierplattform zu rauchen. Direkt im Gehege. Schnell fultet alle Tiere raus, bis er fertig ist. Was? Boah, haben die einen riesen Maul. So, und was war das noch? Sachen fallen lassen, ne? Na gut, jetzt habe ich ein Beruhigungsmittel genommen. Ich glaube, das ist gleichwertig. Ich müll die jetzt mit Fangkäfigen zu. Ich kann ja echt keine... Ich habe schon probiert, hier Sachen fallen zu lassen, oder? Aber man kann Waffen fallen lassen. Aber nicht die Betäubungspistole. Ne? Ich blende euch, Lampe hier. Wie war das? Genau. Der rechte Analogstick. Hier. Okay, jetzt will ich aber mal wissen, Trank okay, Fulton okay. Jetzt bezahle ich nochmal dafür, dass ich das durch den Baum schleife und ich bin grausam. Gucken wir uns die anderen Plattformen an. Ich hoffe, ich habe hier ebenfalls Jeeps. Oder ich hoffe, sie sind nicht so weit auseinander wie die Originalplattformen. Das hier ist ein totaler Rumdaddelpart. Ich habe eigentlich nicht dafür geplant, dass das einer wird. Es hat sich vielmehr so ergeben, weil, Kikongo, ne? Also ich hoffe, ihr habt jetzt alle einen Hass auf die Sprache. Ich habe mich schon gefragt, wie wir eigentlich Vögel einkäfigen werden. Und ich habe meine Antwort erhalten und ich finde sie befriedigend, das muss ich sagen. Man merkt, ich war noch... Na gut, ich war schon mal im Zoo, es ist verdammt lange her. Wenn ich mich frage, wie man Vögel gefangen halten will... Kann man sterben, wenn man hier runterfällt? Ich bin mir sicher, man kann hier auf dieser Plattform sterben. Aber man kann auch hundertprozentig rein, oder? Beobachte es, bevor du es ausprobierst. Vielleicht von unten? Da ist eine Treppe nach unten. Okay, weil es würde mich schon gerne interessieren, ob ich da rein kann und ob die Vögel mich vielleicht im Fliegen niederschlagen können. Also können ja nicht sonderlich viel ausweichen. Und ich hoffe mal, dass es hier unten dann eine Verbindung gibt, weil es macht keinen Sinn. Diese Streben hier sind da für Wartungsarbeiten vielleicht von den Plattformen. Okay, und diese ganzen Rohre. Aber eigentlich, warum sie im Spiel da sind und begehbar sind, ist ja FOB, ne? Also macht es keinen Sinn, dass wir die in der Tierplattform haben, weil Tierplattformen niemals Bestandteil von FOB-Missionen sind. Das sind lediglich alle anderen... Okay, das bringt nichts. Ich kann da nicht rein, ne? Caution. Rain approaching. Sie gewähren mir nicht meinen tiefsten, innersten Herzenswunsch, mich von Vögeln niederschlagen zu lassen. Sie haben da drin Bäume, sie haben da drin Leitern, sie haben da drin Überwege, aber nicht... Oh Gott, bin ich blind. Ich bin drin! Haha! Oh. Abyss! Ja, nein, danke. Wie schreckhaft sind die Vögel? Die sollten schreckhaft sein. Und die höchstens mal einen Mitarbeiter, um sie zu füttern. Und selbst dann sagen die sich höchstens, ne, der Typ ist nur für Futter da. Wir warten, bis er weggeht. Das ist so dieser Handwerker, wo man sich dann in seinem Zimmer versteckt, weil man Handwerker hasst und so. Man merkt, dass ich gerade eine Renovierungsarbeit am Laufen habe hier, ne? Man merkt es. Ah. Das sind dann wohl Ohrengeier oder so. Ah, schade. Ich wünsche nur, ich würde andere Geräusche machen. Ich höre nur Kräne und piep, piep, piep. Warte. Eine Kassette? Singende Vögel. Im Vogelgehege mache ich jetzt singende Vögelkassetten an. Ist klar. Oh, ist auch ein Ketzel dabei. Ich finde, das ist einfach nur nichts weiter als eine Missed Opportunity, wenn wir hier keine Ketzel im Spiel haben, wo sie doch in Peace Walker so eine prominente Rolle spielt. Was ist eigentlich aus Cecile geworden?
Gab es da irgendwelche Tapes, die ich nie angehört habe? Nebenbei. Lassen wir doch einfach mal ein paar Tapes laufen. Ich meine, ich mache ja sonst nichts, ne? Hey. Look closely. Those are the symptoms of the infection on Mother Base. The blisters on the body were full of tiny worms. Parasite larvae, most likely. But we couldn't find any adults. It doesn't seem to mature in the body, like a spargatum. We don't know the root of infection, or what causes symptoms to develop. The infection rate, along with the number of dead, are both on the rise. If we don't find a cause, and soon... Fox, do you remember seeing these symptoms before? The bodies floating around in the oil facility? The bedridden test subjects at the Devil's House? This epidemic looks just like what we've seen on our hunt for Cypher. It could be a counterplay by Skullface. That's insane. You mean they weaponized parasites? Parasites as weapons. That definitely falls under the biological weapons convention. But it's something the world would never see coming. And no one's ever developed a vaccine for parasites. So this is the weapon of mass destruction Cypher was working on in Africa? It may be. But if it is, how did the Yellow Cake and Walker Gears fit in? There must be something bigger we're not seeing. Anyway, our priority now is to prevent more casualties. The medical team is studying the infection, but we can't treat anyone until we know the root cause. All we can do right now is halt the spread of infection. Das mit dem Yellow Cape habe ich tatsächlich nicht bedacht. Schafe und Ziegen getrennt, ja? Nun, ich höre mir gerne auch noch die andere Kassette an, weil das war jetzt hauptsächlich eine, die wir schon im letzten Part gehört haben. Fast 1:1. Das Ende war ein bisschen anders. Also doch. He's one of the very few soldiers who've had contact with her recently. Close contact. I don't think it's a coincidence that he was among those who became symptomatic pretty early on in this epidemic. Saliva and blood spatter, an open wound. Mucosal infection. Whatever is causing this got inside him then. Miller, that is a baseless accusation. The source of the infection is quiet. Everyone suspects her. We don't know that. And we've come across these symptoms before. The bodies in the water at the oil-filled facility. Those sick people in the beds at the Devil's House. They're identical to what we've seen while we've been after Cypher. The infection could have come from elsewhere. But at the very least, she does know something. It's not like she's gonna talk. No, not through words, anyway. But what about her actions? Quiet held a knife to that soldier back then, before he became symptomatic. There must have been a reason for that. A reason for shoving a knife down the throat of one of our men. What if she's capable of identifying who's infected? What if she was trying to stop the infection but couldn't communicate that to us? The answer to that, the source of the infection, might be in the mouths of the infected. You think there's some kind of clue in their mouths? I don't know. But maybe there's something about the mouths of those who've become symptomatic, something in common. Something their mouths have in common. Forget it. We can't trust her. Even if she can spot the infected, I don't want her help. I understand how you feel. But this is something to go on. Can't you see it's just like I said? Bringing her here was a big mistake. Quiet is gonna be the end of us. Stand down. You've got zero proof. Try to keep an open mind on this, boss. There has to be a way to identify who's infected. Die Münder, also die Hinweise werden klar, es ist eindeutig Sprache. Damit liege ich nicht falsch. Aber da, soweit war ich ja auch schon. Sprache ist, wie gesagt, ein großes Thema in diesem Spiel, genauso wie Parasiten, genauso wie, naja. Aber warum, wenn Quai das verhindern wollte, warum zur Hölle schreibt sie es dann nicht einfach auf?
Warum hilft sie uns nicht jetzt? Warum weiß sie davon? Warum sind diese zwei Adler ein Wesen gewesen? Eben. Warum sie nicht spricht? Ja, wenn sie infiziert ist, dann weiß sie schon davon. Dann könnte sie es wirklich übertragen haben. Also, so gern ich auf Ocelots Seite bin, von wegen sie nicht beschuldigen. Ich beschuldige sie nicht. Aber man kann nicht leugnen, dass das ein paar zu viele Zufälle sind. Und das wirklich alles aus sie. Also ich kann zumindest verstehen, warum man sie verdächtigen würde. Das ist alles, was ich sage. Ich sage nicht, dass sie es ist. Denn ihre Aktionen sprechen. Was? Ist er gerade aus dem Gebiet? Nein, er kam von unten, aber. Warum war der da unten? Da unten ist Wasser. Das war ziemlich nah an der Plattform. Den einzigen, den ich jemals sowas habe fliegen sehen, das war Solid aus dem Metal Gear Solid 2 bei der Big Shell. Und das war ein Harrier. War nochmal eine Ecke schwieriger. Peacock, du musst ein bisschen auftrumpfen, wenn du das übertrumpfen willst. Also. Quiets Aktionen sprachen eine andere Sache als: Hey, ich bin euer Feind. Und wenn ihre Aufgabe war, die Infektion. Und warum ausgerechnet Kikondo, aber trotzdem, Infektion zur Motherbase zu bringen. Es gab keinen Grund für sie uns zu helfen. Klar, die Sache mit dem Harrier im Helikopter, wo sie ihn abgeschossen hat, das war, weil wir über dem Wasser waren und sie kann unmöglich an ihn springen, also das war Selbstschuss, nehme ich an. Aber danach? Dass sie mit uns auf Mission kommt? Ihre Arbeit scheint doch schon längst getan, wenn das wirklich ihre Arbeit sein sollte. Das ergibt keinen Sinn. Mach's wie ich mit den Sprachen. Schreib's auf, was du willst. Ein bisschen Klarheit wäre langsam erfordert. Ich sag ja nicht, dass du gegen uns bist, aber du könntest es uns vielleicht einfacher machen. Just say. Sie kann Englisch. Wenn sie nicht spricht. Aber sie spricht auch keine andere Sprache. Trägt sie in Erreger von allen möglichen Sprachen? Dann wiederum Englisch war nicht dabei bei einem Soja Badiabulu. Aber dann sollte sie Englisch sprechen können. Aber jetzt tut sie es trotzdem nicht. Sind ihre Lungen vielleicht doch verbrannt und deswegen kann sie nicht reden. Ihre Stimmbänder haben was abbekommen. Und ich interpretiere jetzt zu viel rein. Aber die Zufälle, wie gesagt, sind ein bisschen zu groß. Sie nickt. Wozu sie nickt? Gute Frage. Ich frage mich, ob jetzt ein paar Kikongos sich reingeschmuggelt haben aus irgendwas. Zulu. Das ist Zuluon. Ach, egal. Ist jetzt egal. Ich habe genug mit diesem Menü gemacht. Wir gehen jetzt zurück zur Mother Base und besuchen Parks. Nein? Ja. Oho. Wir haben jetzt eine Quarantäne-Plattform. Nun, klar. Und sie muss natürlich auch außerhalb sein und nicht zugänglich, weil Quarantäne. Sie hätte ja keinen Sinn, wenn sie es nicht wäre. Nicht abgeschottet, meine ich. Ey, Ngezaba, Datanamono, Ndanguyandi, Ivandaka, Kesalanamin. Geke Slaka, Tatanange Mingi. Ah, Eli Lolulamono, Muzo Laka Vekutuba. Ukizina Uge Bigi Lakamono. Ukizina Uge Bigi Lakamono. Tepe, Eli, what's the matter? Fighting will get you nowhere, Eli. Cut it out, kid. That ain't a toy. Eli. Don't call me that! I'm not a kid. You hear me?
Enough. On the battlefield, they use one another's nom de guerre. But here, we insist they use their real names. That hasn't sat too well with Eli. Or should I say, Unyoka ya Mbempe. He thinks his boys are letting us grown-ups walk all over him. Diese Worte kommen von Ocelot, der später unter Liquid Eli arbeiten wird. Natürlich nur als ein Dreifachspion, wie es so seine Art ist. Außerdem, sorry Eli, seit Metal Gear Solid 3. Ocelot und Big Boss sind oft aneinander geraten. Big Boss hat Ocelot oft fertig gemacht. Wir haben es ja schon gehört mit dem Revolver und allem. Und dass Verzierungen keinen taktischen Vorteil bringen. Kann mal Techniken im Kampf ausprobieren, weil du sonst eine Ladehemmung herausforderst. Naja, und Ocelot hat auf gegen Big Boss gekämpft und ein bisschen CQC von ihm gelernt. Und am Ende von Metal Gear Solid 3 war Big Boss mindestens ebenbürtig. Sie haben sich einen Kampf geliefert, wo keiner der Sieger war. Es war wirklich ein Unentschieden. Und, kurz nachdem Big Boss The Boss erledigt hat, die Big Boss all sein CQC beigebracht hat, die zusammen mit Big Boss CQC erfunden hat. Und nebenbei Ocelots Mutter ist, weswegen er quasi die Veranlagung besitzt, CQC gut zu lernen. Und er besitzt generell viele Veranlagungen, denn sein Vater war noch The Sorrow, ein Medium, konnte mit Geistern sprechen, ist jetzt ein Geist und das wird auch noch in einiges Übernatürliches verwickelt mit sich selbst. Wie in, oh nein, ich verliere meinen Arm, ich nehme mir den Arm von Eli. Nein, der Arm von Eli besetzt mich, weil mein Vater ein Medium war und deswegen wird der Geist von dem Arm mich besetzen, da ich als Sohn eines Mediums ähnlich mediale Kräfte habe, sie nicht kontrollieren kann, weil ich sie nie eingesetzt habe, ich nicht wusste, dass ich sie habe, ich nicht wusste, dass das Medium mein Vater ist und deswegen nimmt der Geist Überhand, über mich, kontrolliert mich und der Arm kontrolliert mich durch den Geist Liquid, weil ich ein Medium bin. Dann werde ich den Arm los, besorge mir einen Metallarm und hypnotisiere mich, sodass meine Persönlichkeit sich so verändert, dass ich trotzdem von Liquid kontrolliert wäre. Nur um alle in das Licht zu führen, weil Überraschung, ich bin ein Dreifachspion! Ocelot in a nutshell. Ich bin ein Spion. Wer weiß, ob er denn hier in diesem Spiel auf unserer Seite ist. Versteht mich nicht falsch. Er ist auf jeden Fall auf unserer Seite, denn Big Boss ist ein Idiot. Aber wenn wir nicht Big Boss sind und Ocelot das weiß, weil er ein Dreifachspion ist. Ihr versteht, was ich meine, oder? Man will Ocelot vertrauen, weil er eigentlich ein cooler Charakter ist, wenn nicht sogar der coolste im gesamten Metal Gear Universum. Aber gottverdammt, man kann es nicht, weil er einfach immer geschrieben ist als, hey, ich hintergehe euch.
Und er tut es immer. 50% aller Plot-Twists stammen von Ocelot. Wegen Ocelot. Weil Ocelot. Verdammt! Ich kann es nicht anhalten. Ich wollte zu Paz! Paz! Wieso kann ich es nicht einfach tun? Wieso kann ich es nicht einfach tun? Die Cutscene hat mich total... Weil ich so von der Cutscene überrascht wurde. Ja, wir können wenigstens gucken, ob wir eine Kikongo entwickeln konnte. Nebenbei die Sprache, die Kinder und Eli gesprochen haben. Ich hoffe, dass er nicht Kikongo war, sonst stehe ich, no pun intended, schwarz. Auch wenn Eli ja gerne die weiße Mamba genannt wird. Blablabla, Mpembe, wie auch immer es ausgesprochen wird. Ich weiß es nicht, ist mir zu lang, zu kompliziert. Und so, ja, bei Diabugu kann ich ja gerade so mal... Das habe ich noch nicht so flüssig gesagt. Egal. Könnte die Infektion vielleicht sogar durch die Kinder reingekommen sein, war mein Gedanke, den ich hier an der Cutscene hatte? Wenn sie Symptome zeigen? Shibani hatte Symptome. Dann wiederum war er in so... jetzt weiß ich nicht. In so Yabadiabulu. Aber er war auch einer Sprache ausgesetzt, die er sprechen konnte. Vielleicht sprechen die ja alle Afrikaans. Ich kann es nicht, ich weiß nicht, wie sich was anhört. Afrikaans, ein paar deutsch-ische Worte da drin. Aber dann wiederum ist Afrikaans geprägt durch alle Besetzer von Afrika. Also viele Sprachen stecken damit drin. Was für viele dieser Sprachen geht. Deswegen kann ich nicht sagen, was für eine Sprache die sprechen. Und wenn das Kikongo ist... Ich kann die Kinder nicht quarantinieren und deswegen die Infektion vielleicht nicht eindämmen, wenn es so wäre. Denn die Kinder sind nicht mein Personal. Man kann hier rumgucken, man wird hier nie ein Kind entdecken. Sind da neue? Was? Na, ist mir egal. Ich will nichts von der FOB. Nicht jetzt. Der Goblin? Die sind zwar neu, aber nein, die sprechen alle nur Englisch und sonstiges. Ja. Sorry, also wir haben wenigstens noch eine Cutscene bekommen. Ansonsten entschuldige ich mich für das desaströse Sortieren der Soldaten am Anfang des Partes. Der nächste Part? Dafür ein bisschen mehr. Es tut mir leid, aber manchmal ist das so. Wisst ihr was, wir machen jetzt noch eine Kassette und dann beende ich den Part. Weil aufnahmezeitmäßig sind wir schon lange am Ende. So ist es ja nicht. Hier, wir hatten jetzt noch eine weitere Ergänzung. Ach komm, ich hab's doch gesehen. Dann gehe ich zurück auf die Plattform und dann sehen wir Paz und aber im nächsten Part dann glieder ich das halt anders. Das interessiert mich zwar. Die könnten alle lang sein. Ich will jetzt nichts zu Langes haben. Gehen wir hier hin. The CFA, Contract Forces of Africa. These guys are a major player. Their head office is in Pretoria, South Africa. That's also where the South African Defense Force is headquartered. We think the two are closely connected. An HEC investigation revealed that most of the CFA's operators are former SADF soldiers. South Africa has been locked in struggles with neighboring regimes for years. That means constant action. And we know better than anyone that's the best kind of training. A company drawing its recruits from hardened military vets. You can bet they know how to handle themselves. Do not underestimate them. SADF soldiers. Sad fuck soldier. Was? Nein, habe ich nie gesagt. Quiet? Quiet. Nein, sorry. Laut. Habe ich nie gesagt, ne? Danke. Und damit beenden wir den Part. Danke fürs Zusehen, kommentieren, nicht vergessen. Dragline ist overnaut. Im nächsten Part, ich verspreche euch, wir besuchen Part. Und dann machen wir auf der Jagd. Also eine Hauptmission. Und es wird neue Entwicklungen im Fall Kikongo bzw. Parasiten geben. Denke ich. Danke fürs Durchstehen des Partes. Tschüss.